So, zur letzten Stunde hatten wir uns ein bisschen noch mit den Bündnissen und dem Vergleich zwischen dem babylonischen und Christentum, wie das sich eins in das andere reinkam, mit dem Vergleich von Daniel 7 und Daniel 8. Und jetzt wollen wir mal so eine Übersicht von der dritten Engelsbotschaft machen. Da sind wir eigentlich, fangen wir in unserem Gespräch jetzt an hier auf 101 in diesem Teil des Ordners. Wir lesen da von Offenbarung Kapitel 14, Vers 9. Und der dritte Engel folgte diesem nach und sprach mit großer Stimme: So jemand das Tier anbetet und sein Bild und nimmt das Malzeichen an seine Stirn oder an seine Hand, der wird vom Wein des Zornes Gottes trinken, der lauter eingeschenkt ist in seinen Zorneskelch. Hier ist Geduld der Heiligen, die sind, die da halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesu. Die dritte Engelsbotschaft ist eine Warnung. Derjenige, der diese Anbetung macht, der das Tier und sein Bild anbetet und das Malzeichen auf seine Stirn oder auf seine Hand nimmt, der wird auch von diesem Wein trinken. Die gleiche Frage müssen wir eigentlich uns wieder gleichstellen, wie es zu der ersten Botschaft kam, wo es sagte: Fürchte Gott. Wie verstehen wir diese Botschaft? Wenn er sagt in Vers 9: Wenn jemand dies oder das Tier und sein Einbild betete, dann werde ich. Wir sehen diese gleiche Art von Botschaft, die wurde Kain gegeben. Wenn ich das kurz mal hochbringen kann, im ersten Buch Mose. Bevor Abel erschlagen wurde. Vers 7. Vers 6 ist eigentlich die zweite Engelsbotschaft. Dieses Gefallene. Sein Angesicht ist gefallen. Vers 7 ist dieses gleiche wie die dritte Engelsbotschaft. Bei euch, ja, Vers 7. Ist nicht so, wenn du gut bist, so darfst du dein Haupt erheben. Bist du aber nicht gut, so lautet die Sünde vor der Tür und ihre Begierde ist auf dich gerichtet. Du aber herrsche über sie. Kapitel 4 und Vers 7. Wir vergleichen nur. Naja, Ist diese, ja, ist nur die, kein genau. ist uralt. Genau, das ist der Punkt. Ist das ewige Evangelium ist vom Anfang genau das Gleiche. Also wenn wir das dann in der Offenbarung lesen, diese dritte Engelsbotschaft, sehen wir es eigentlich nicht von diesem Gesicht her, wo es sagt, ja, wenn du dies tust, dann tue ich dieses. Es ist eine Warnung zu uns, um zu sagen, wenn du dieses tust, wird dir dieses entgegenkommen. Und es kommt von dem Herzen Gottes, dass er diese Warnung uns schickt. Um zu sagen, bitte tu es nicht. Weil wenn es passiert, wenn ihr diese Anbetung tut und was sagt das bei euch? Das Bild und das Malzeichen auf die Stirn bekommt, dann kriegt ihr, was in dem nächsten Vers ist, dann kommt das auf euch zu. Er möchte dieses nicht. Gott ist nicht willig, dass irgendjemand verloren wird, aber dass alle zur Bekehrung kommen. Das ist dann unser Gedenken, wo wir in dieses reinkommen, in diese
durch diese Teil der Folder, also dem Ordner durchgehen. Und wie gesagt, die nächste Grafik, die auf Seite 103 ist, ist, um wieder dieses ganze System aufzubauen. Und das ist nicht über Nacht passiert, das kam langsam rein, um dem Mensch das wahre Lamm zurückzugeben. Die Priesterschaft, die Gebote, den Sabbat, das Heiligtum. Und da ist aufgezeichnet natürlich alles, wie dieser Prozess teilnahm, in diesen kleinen Boxen an der rechten Seite, die blauen, die bestimmten Gruppen, religiösen Gruppen, die dafür tätig waren, und teilgenommen haben, an eine bestimmte Botschaft teilzunehmen, um dieses System wieder aufzurichten. Das einzige Problem ist, dass wir meistens an der einen hängen bleiben, was sie entdecken, genau, und leider nicht weiterspielen. Ja. Weil sie folgen nur in den Schritten des Vorvaters und sagen, er hat das Ganze schon getan, dass sie nicht daran denken, dass wir müssen weiter in den Pfad gehen. Und darüber, Bruder Georg, denke ich mir drüber nach, wo du den anderen Tag von gesprochen hast, wo wir für einen Spaziergang gingen. Und du hattest von dem Flug erzählt, weißt du, wo man sich drüber nachdenkt, wenn wir in den Fußstapfen unserer Vorväter laufen, kommt es zu einem Punkt, wo unsere Vorväter aufgehört haben. Das heißt nicht, wir hören auf, wir gehen weiter, wir folgen dem Licht, das Gott uns geschickt hat. Aber wenn wir dann anfangen zurückzuschauen, wir müssen auf dem Ebene Gottes fortbleiben und dann bleiben wir gerade. Genau wie dieses Bild von dem Pfad, der in den das Licht kommt vom Anfang, aber scheint weiter auf unsere Füße. Es ist vor uns und zeigt uns den Weg. Wir schauen nicht zurück. Wir schauen weiter vorwärts. Wir müssen nur Ballast abwerfen, immer weniger. Ja, so wie uns der Geist dieses gibt. Und das Letzte in diesem Prozess, also auf diesem Grafik, dieses Teil 2, das letzte Teil, das hier in diesem für 1844 war, das ganz wichtig war, war das Gesetz. Gott hatte seinen Volk in das Allerheiligste gebracht, um ihnen das Gesetz zu zeigen, dass das Gesetz immer noch gültig war, um das davor zu bewahren, von diesem Vergeistigung der Schrift Gottes, um zu sagen, wir brauchen das Gesetz nicht mehr. Und hatte sie auch vor, zu bringen auf diesem Pfad, dass mit den Gesetzen auch das richtige Verständnis von den Bündnissen war, sodass sie verstehen, dass das ganze System durchging. Unsere Gemeinde, unser Volk, hat das abgelehnt. Und schaderweise hat das ein riesen Urteil und Konsequenz auf die folgenden Generationen gehabt, wovon wir auch ein Teil sind. Also tatsächlich, es ist tatsächlich von Eben zu Eben. Erst war die Erkenntnis war voll und dann hat es immer mehr abgenommen und dann kam das dunkle Mittelalter und dann jetzt nimmt es langsam wieder zu und wenn die Erkenntnis voll da ist wieder, und ein Volk kennt wirklich Gott, dann kann es versiegelt werden, also die 144.000, und dann ist diese ganze Geschichte abgeschlossen. Hm. Und das Werk hatte 1844 angefangen, wieder mit dem neuen Israel. Ja. Hat das, was eben gesagt, da war ich ganz. Die hätten die Bündnisse abgeschafft, hast du gesagt, das erste Jahr. Mit dem Gesetz, dass sie kamen ja in 1844. Ja. War ja die Prophezeiung zur Stadt, wo diejenigen, die hier waren, die erwarteten ja, dass das die Wiederkunft Jesu war. War ja nicht, das war ja die Enttäuschung. Ist das das richtige Wort? Ja. Aber dann Hiram Edson, durch diese Geschichte, kam sie ja zu dem Verständnis, dass dieses eigentlich von dem Heiligtum im Himmelreich sprach und sie kam ins Allerheiligste. Das ist ja 1800, falsch, aber ihr wisst schon. Israel kam in ein Verständnis, dass das himmlische Heiligtum die Realität war und dass Jesus eigentlich nur vom Heiligsten ins Allerheiligste kam. Und wo sie gewusst haben, dass eigentlich Jesus nicht zu dieser Zeit die irdische Sanctuary gereinigt hat mit Feuer, aber dass er hier reinkam und in den Antityp von dem Versöhnungstag kam, dann mussten sie eigentlich zurückgehen und verstehen, was das Heiligtum bedeutet und haben dann natürlich gefunden, dass Jesus ins Allerheiligste ging und im Allerheiligsten ist ja
die Bundeslade und in der Bundeslade sind die 10 Gebote. Sie verstanden deshalb von dieser Zeit anwärts, dass die Gesetze Gottes waren immer noch bindend. Ja, ich habe dich so verstanden, dass du von der SDA gesprochen hast, dass die Bündnisse verworfen werden. Das war ja, wir kommen dann zu 1888, weil mit den Gesetzen war ja ein Missverständnis. Das Missverständnis, das sie hatten, war in dem Gesetzsystem, war, dass sie immer noch gesehen haben, dass wir kommen vom Alten Testament, Neuen Testament. Ja. Mit Alten Testament hast du Gesetze und dann kommt dazu der Augustinien-Idee, dass du hast dann das Zeremonialgesetz auch. Aber das hört dann hier auf und kommt nur das Gesetz weiter. Dieses wurde verbreitert in der Zeit, das auf 1888 zukam, wo Wagner und Jones diese Idee verbreitert haben, dass was eigentlich von dem Zeremonialgesetz verstanden wird und dass die auch dieses Bündnissystem ganz durchzieht, dass es nicht zum Ende kommt am Kreuz. Das Kreuz ist nicht ein Mahlstein, das ein System auf das andere bringt. Das Kreuz ist eine Offenbarung von einem Samen, der am Anfang gesät worden ist. Das heißt, Jesus ist gekreuzigt. Und dieser Same, der im 1. Mose 3,24 gesprochen wird, dieser Same, den er schicken würde, der den Mensch erlösen würde, war hier offenbart. Das ist alles. Und dass der Mensch dann versteht, was eigentlich das Gesetz enthält, was hier drin, weil die Bundeslade, lass mich das mal leicht anders ausdrücken. Innerhalb von der Bundeslade sind die 10 Gebote. In der Seite ist das Buch Mose. Wo sie reinkamen in 1844, haben sie das Gesetz erfunden. Das heißt, gefunden, Entschuldigung. Haben sie das Gesetz gefunden. Und für sie war das wichtig. Warum? Um für diese Leitung von der Zeitlinie den Sabbat wieder zu aufrichtigen. Und all die Gesetze bindend war. Aber wo sie nachforschten, war ja natürlich auch geschrieben, dass in die Seite von der Bundeslade auch das Buch Mose kam. Und der alte Weg vom Denken ist ja, dass dieses zu Ende kam hier. Ja, aber sie kam erst da rein in 1844. Lange nach dem Kreuz. Und das kam zu denen, und darüber nachzudenken, dass was falsch war in dem Originalsystem, wo sie gedacht haben, alles kommt hier zu Ende am Kreuz und dann fängt ein neues System an hier. Das heißt, die Leute vor dem Kreuz sind einen Weg gerettet und die Leute nach dem Kreuz einen anderen Weg gerettet. Das ist dieses Dispensational System, wo wir vorher von gesprochen haben. Ja? Und wo 1888 kam, haben Jones und Wagner dieses angefangen, diese Botschaft zu verkündigen. Die Gemeinde zum Großteil hat dieses abgelehnt. Ja. Und der Grund dafür war, weil sie haben den Galaterbrief gelesen und hatten immer noch die Brille auf, das sagt, dass was zu Ende kam. Und Wagner und Jones haben gesagt, das Gesetz, das im Galaterbrief von gesprochen ist, ist das Moral Law. Das morale Gesetz, die 10 Gebote. Und natürlich die Vorväter, die älteren Männer, die da waren, dachten, du bist verrückt. Die haben nämlich eine Gedanke gehabt. Wenn das Gesetz im Galaterbrief das sagte, weil sie immer noch diese dispensational Brillen, Augustinian Brillen auf hatten, waren von denen der Gedanke, lass mich das nur kurz ausdrücken, so, hoffentlich kann ich das richtig tun. Sie hatten eine Denkweise, dass das Gesetz, das von dem Galaterbrief gesprochen wird, da zu Ende kommt. Darum haben sie gesagt, das ist das Zeremonialgesetz. Leicht. Das geht zu Ende. Wir fangen mit den 10 Geboten weiter. Jones und Wagner sagen, das Gesetz, wovon es im Galaterbrief spricht, ist die 10 Gebote. Also die haben gesagt, es ist the moral law, das moralische Gesetz. All die alten Vorväter in der Gemeinde sagen,
du hast Hirnschaden, weil sie immer noch dieses Bild anschauen. Und in denen ihre Denkweise denken dir, wir haben so hart gearbeitet, um den Sabbat zu finden seit 1844. Wagner und Jones wollen die 10 Gebote hier kreuzigen. Und darum musste Schwester White aufsprechen zu denen und sagt, ihr nehmt nicht die Zeit, um drüber studieren und beten drüber, was Jones und Wagner euch sagen. Weil sie haben diese Brille auf und sagen, muss falsch sein, lehnen es ab. Und darum habe ich gesagt, in 1888 hat die Gemeinde diese Botschaft abgelehnt. Und sie hat sich nie davon bekehrt. Sie ist nie zurück dazu gekommen. Aber das kam nur diese Bremse, die Vorväter angestellt haben, weil sie so eine Sicht hatten. Sie hatten das Augustinian Covenant oder Bund Brillen an, wo das Kreuz eine wie eine Wand aufstellt zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Macht das Sinn, Hans? Ja? Okay. Müssen wir nachher mal richtig abwischen. Okay. So. Jetzt kommen wir in der dritten Engelsbotschaft zu nochmal nachdenken drüber, Offenbarung. Das Buch Offenbarung, gestern hatte Georg noch einen Kommentar gemacht und ich habe das in Australien noch nicht so gehört, aber das Geheimnis der Offenbarung. Geheime Offenbarung. Entschuldigung, die geheime Offenbarung. Das offene Geheimnis. Das, ja, das wurde geheimlich veroffenbart. Und auf Seite 105 haben wir den Anfangsvers und ein paar Gedanken darüber. Und ich denke, das ist wert, uns mal ein paar Gedanken darüber zu machen. Also gibt es uns die Offenbarung Kapitel 1, Vers 1 bis 3, Offenbarung Jesu Christi, welche Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Und durch seinen Engel sendend, hat er es seinen Knechten Johannes gezeigt, der bezeugt hat, das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi. Alles, was er sah, glückselig, der da liest und die da hören, die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Das habe ich vielleicht nicht so ideal ausgesprochen, aber die Wörter waren da. Ist enorm, wenn du einfach in einer anderen Sprache sprichst, den Zusammenhang so zu kriegen, wegen den anderen Wörtern. Lass uns mal drüber, wir gehen so von oben links auf der Seite, um unsere Gedanken hier drüber richtig darzustellen. Wörtlich Bedeutung, die Erlösung Jehovas Offenbarung. Also es zeigt uns, worüber dieses Buch eigentlich geht. Die Erlösung Jehovas Offenbarung. Die Offenbarung ist eine Offenbarung des Evangeliums Jesu. Und darum ist es in meinem Verständnis ist es ganz wichtig, dass wir verstehen, dass die Offenbarung sich zentral darauf bezieht, auf eine Zeitlinie. Natürlich ist es nicht nur da beschränkt. Aber der Konzentration ist vom Hier zum Ende. Und der Grund dafür ist, um zu beweisen, dass dieses prophetisch ganz wichtig ist, dass er nicht manipuliert? Nee, ich denke nur, versuche die Da gibt es zwei, ich glaube, wir haben das vorhin angedeutet, ihr habt vielleicht dann auch die Wörter dafür ausgedrückt. Da gibt es Denkweisen, dass alles, was in Offenbarung hier in dieser Zeitlinie ausgesprochen wird, ist entweder hier hinten passiert
oder ist noch in der Zukunft? Präterismus und Futurismus. Okay, gut. Ich wusste nicht genau, weil ich Preterism and Futurism ist bei uns und darum wusste ich nicht genau, wie das bei euch ausgesprochen wird. Und in unserer Zeit passiert nichts. Es passiert nur in der Zukunft oder in der Vergangenheit. Gar nicht. Uns betrifft es nicht. Und der wichtige Gedanke hierbei ist, dass das nicht ein neuer Gedanke ist. Das Gleiche bezieht sich auf das Evangelium. Für den Juden war das Kreuz in der Zukunft und für den Christen ist das Kreuz in der Vergangenheit, aber nicht wo ich bin jetzt. Und Satan tut das so, sodass da keine Verbindung mit dem Irdischen und dem Himmlischen gibt, um die Leute aus der himmlischen Realität zu halten. Das ist der Grund dahinter. Und darum in diesen nächsten Grafiken, die wir anschauen, ist dieses eigentlich der Prinzip, den wir versuchen rüberzubringen. Da ist viel Informationen in den Grafiken, die folgen, in den nächsten paar Seiten. Und das können wir in unserer persönlichen Zeit weiterhin studieren. Aber der Grundprinzip ist, dass die Offenbarung ist fixiert auf diese Zeit, um uns zu zeigen, wir haben die Zeit nicht, um rumzuspielen. Wir leben in einer Zeit, nicht hier, wir leben in einer Zeit, die Gnadenszeit ist. Das Gericht hat schon angefangen. Das heißt, wir sind an 1844 vorbei. Jesus ist im Allerheiligsten. Und es gibt auch nur eine bestimmte Periode von Zeit. Und wenn wir all die Symbole, die es in der Offenbarung gibt, wenn wir all die anzeigen, wir wissen, wir sind in den letzten paar Versen von der Erfüllung von fast jedem Teil. Wenn, das macht keinen Unterschied, ob wir, ja, wir haben ja schon ein paar angeschaut, lass uns weitergehen, ich will jetzt nicht wieder beseitigen. Dann spricht es von den Geschehen, wie es hier deutet. Dieses Wort bedeutet, werden in der Geschichte erscheinen, öffentlich erscheinen, erfüllt werden. Dieses Buch offenbart die Zukunft von der Zeit Christi bis zum Ende der Welt. Das heißt, wenn Sachen da gezeigt sind, die schon passiert sind, wissen wir, wir sind da vorbei. Und was immer noch da in den Zeichen, die kommen, das ist alles, was wir nur noch erwarten zu haben. Das heißt, wir haben sehr geringe Zeit. Wir haben die Zeit nicht mehr, um zu spielen, um uns zu relaxen oder was immer. Unsere ganze Denkweise muss fokussiert sein, nicht wir müssen all dieses Wissen haben. Nein, das sind Menschen da draußen, die noch die gleiche Erfahrung haben müssen, die wir haben. Die Freude, das wollen wir denen sagen. Das andere, gezeigt. Dieses Wort bedeutet durch Zeichen, Symbole bekannt. Im Englischen heißt das signified. Durch Zeichen. Und Symbole. Da werden Zeichen und Symbole benutzt, um das Buch zu beschreiben. Und so, wenn das zu beschreiben ist, heißt es auch, es ist kein Geheimnis. Das Buch schließt auf die Symbole selbst. Das heißt, es soll nicht irgendwie das Buch symbolisch sein in dem Sinne, dass wir das nicht verstehen müssen oder können oder dass wir zum Vatikan hingehen und irgend so eine verheimniste Kammer finden, wo so ein Buch drin ist, das uns den Code gibt für hier, so wie die Welt das gerne da hinstellen will. Dass nur diejenigen, die hochintelligent sind und all die Coden brechen können, die können dann die Bibel lesen. Das heißt, dass Gott will nur die intelligenten Leute erretten. Glückselig, gesegnet, lesen, hören, bewahren. Es gibt drei Bedingungen, um die Segnungen der Offenbarung zu empfangen. Wir müssen lesen, lernen und genau diese Worte dieses Buches kennen. Und wenn wir es gelernt haben, dann müssen wir das, was wir gelernt haben, bewahren und festhalten. Dann werden wir glückselig sein. Und wie bewahren wir es? Wie halten wir es fest? Ich würde mal einen Vorschlag geben, Bruder Georg. Den es weitergeben. Weil
nur was du weitergibst, kann dich festmachen. Das ist einfach eine Erfahrung, die ich in der Trinitätsdiskussion gemacht habe. Wenn du konfrontiert wirst oder wenn du Menschen das weitersagst, dann wirst du konfrontiert mit deinen eigenen Fehlern. Dann kriegst du die Dinge auf den Tisch, wo du selber merkst, da habe ich jetzt irgendwie noch nicht drüber gedacht. Nachgedacht, da muss ich nochmal drüber nachdenken, da bin ich noch nicht sicher und das ist das, was mich festmacht. Und wenn ich das nur für mich in meinem Kämmerlein studiere, dann habe ich sicher den Eindruck, dass ich alles weiß, dass ich super gut bin, aber der Test ist nicht da gewesen. Und ich bin von der gleichen Meinung. Der beste Weg zum Lernen ist zum Lehren. Das heißt nicht, wir gehen mit nichts raus und fangen an, große Sprüche zu machen. Ich meine dabei, dass das, was wir lernen, wir teilen mit anderen. Und wo wir, wie Georg gesagt hat, wenn wir das anfangen zu teilen, dann kommt jeder, kommt jemand zu uns gegen und sagt, das glaube ich nicht, wegen da, 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 da. Und dann denkst du, wow. Und davor muss ich selbst sagen, davor habe ich in der Vergangenheit immer Angst gehabt. Dass ich vor jemand stehe und dann haben die was zu sagen und ich stehe da und habe nichts in der Tasche und sage, oh. Ja, was jetzt? Und das ist nämlich genau das. Gott benutzt diese Erfahrung, um unsere Demut zu halten, also bestimmt meine, ich bin nämlich nicht demütig, um meine Demut zu erhalten, um mich abhängig von ihm zu halten. Wenn ich denke, ich habe alles, dann habe ich auch kein, weil bei mir ist noch dieser Same da. Der Same, der gern selbst wieder anheben möchte, um sich selbst zu erheben. Dieser Same ist schaderweise bei mir noch am Leben und darum, diese Erfahrungen müssen bei mir immer noch passieren, um mich auf der Ebene zu halten, dass ich nie von meinen Knien aufhöre. Naja, aber es heißt in der Schrift, lieber Bruder, dass macht euch keine Sorgen, wenn ihr vor Königen steht, ich werde euch das schon sagen. Ja. Und da ich so einen Missionsstand habe seit Jahren und in verschiedenen Städten stehe und vor immer fremden Leuten, habe ich die Erfahrung so oft gemacht, dass ich nie dahin geführt worden bin, wo ich jetzt da, ich habe Leute gehabt, die nicht wissen wollten und die gesagt, Gott, gibt's und so weiter, also konträr und dann traurig war es, das habe ich auch gehabt. Aber interessanterweise kam dann bald jemand, der Interesse hatte, da war der Image-Wirbel aufgebaut, da war es nämlich so down, ja. Und aber dass ich, sag mal, nichts gewusst habe, ich habe, Herr sei Dank, ich führe es darauf zurück, dass er einem mitgeht und dann, meine, wenn ich nichts gelernt habe, hast du selbst gesagt, er kann nur her wachrufen, was ich drin habe. Ne? Genau, genau. Ja. Yep. Ja. Yep. Nein, das ist wahr. Lass uns weiter. Seine Knechten zu zeigen. Die Bedeutung dieses Buches wird denjenigen gezeigt werden, die Jesus als ihren Erlöser angenommen haben und sich um zum Dienst übergeben haben. Und das ist, denke ich, was eigentlich anspricht, was wir gerade gesagt haben. Glauben wir, dass Jesus unser Erlöser ist? Wenn das wahr ist, dann werden wir uns auch ihm untertun. Und er wird uns leiten, auch zu den Leuten und was zu sagen. Das heißt nicht, dass wir rumsitzen und nichts studieren oder uns nicht dafür vorbereiten, aber wir gehen nicht in unserer eigenen Kraft. Das Wort muss, die Prophezeiungen dieses Buches werden geschehen. Nichts wird verhindern, dass sie eintreffen. Es macht keinen Unterschied, wer dagegen steht. Das Wort Gottes hat gesagt, es muss passieren. Das ist das gleiche Wort, das hat gesagt, lass da Licht sein und es war. Und dann die Weissagung dieses Buch ist nicht einfach in Englisch Poetry. Ist das Poesie? Ja, so wird das ausgesprochen bei euch, ja. Es ist eine Prophezeiung, die die Absichten Gottes bekannt macht. Es warnt die Gottlosen, tröstet die Leidenden und offenbart die Zukunft. Und dazu will ich dann auch nur noch sagen, dass Offenbarung für meine Erfahrung in der Vergangenheit ist oftmals ein sehr, wie kann ich das ausdeuten?
das war für mich nicht eine schöne Erfahrung. Weil ich immer das Gefühl hatte, du musstest so viel wissen von all den Zeiten und all den Verlaufen und dass du hier und da Zitaten bringen kannst und das ist alles wunderbar. Aber wenn wir das nicht verbinden mit dem Gott, der diesen Charakter hat, der uns liebt, dann nützt das keinem. Und ich sage das in diesem Sinne. Die Dreiengelsbotschaft ist eine Aufweckungsbotschaft, die sagt, es gibt nicht mehr viel Zeit. Aber wenn wir damit nicht eine Botschaft geben, die von dem Charakter Gottes richtig offenbart, dann einzige Ding, was wir tun, ist Leuten geben eine Gefahrsnote, um zu sagen, ihr werdet kurz alle sterben. Und Furcht treibt nicht zur Liebe. Ja, genau. Und jeder hier wird dieses gleiche Erfahrung haben im Leben, dass wenn du einen Vater hast, der dich droht, wenn ich dich einmal da drin fange oder wenn ich dich einmal dabei erwische, ich gebe dir so eine Dresche, du läufst für die nächsten 3 Wochen nicht oder was immer. Okay, diese Drohung bringt dich zu dem, was immer dieses Gebot war, nicht zu tun, bis er auf Reisen geht. Oder er ist für den Tag nicht da. Und du denkst, die Möglichkeit entsteht, dass du das tun könntest und nicht gefangen zu werden. Ja? Also das heißt, solange... Genau. Solange die Drohung da ist, bleibst du gehorsam. Aber das heißt, du bist nur auf Angst angewiesen, gehorsam zu sein. Und das ist nicht die Dreiengelsbotschaft. Und darum ist in meinem Sichtpunkt, also von meinem Sichtpunkt her, ist es ganz wichtig, dass die Offenbarung der Offenbarung, auch ganz wichtig, dass es den Charakter Gottes richtig hinstellt. Dass ja, es ist eine Warnung, aber nicht von dem Zorn Gottes, in dem, dass er uns gleich verprügelt, wenn wir nicht tun, was er möchte. Es ist eine Warnung, um zu sagen, bitte weg auf. Sonst musst du die Konsequenzen... Ich möchte nicht, dass du diese Konsequenzen erlebst. Bitte weg auf. Es ist ein Liebensschrei. Es ist die Botschaft der Gnade Gottes. Okay. Die Feste in der Offenbarung. Die Feste in der Offenbarung symbolisieren das gesamte christliche Alter. Oh, Zeitalter, würde ich mal sagen. Wir haben das vielleicht schon mal aufgemalt. Die Prophezeiung insgesamt der Festen ist ein Konzept, das im Alten Testament uns gegeben worden ist. Ein Zeitablauf von einem Jahr. Genau wie der Zeitablauf innerhalb des Heiligtums. Aber die prophetische Beziehung oder die prophetische Offenbarung innerhalb der Feste von einem Jahr bezieht sich auf eine Zeitperiode. Und die Periode fängt an beim Kreuz. Wir sehen das Passafest. Die erste Früchte ist die Auferstehung. Nennt ihr das Erstfrucht? Erste Früchte? Erstlingsfrucht. Ich mache ein E da, ja? Ist das okay? Dann haben wir danach, wo der Geist Gottes ausgegossen wurde, das ist Pfingsten, oder? Ja. Und dann kommen wir in einen Zeitraum zum Ende des Jahres, wo wir die Posaunen sehen. Und dieses bestimmt sich auf einen Zeitrahmen, der schon erfüllt worden ist. Die Posaunen wurden gegeben zu der Zeit gerade bevor 1844 und inklusive davon. Eine Zeit, die die Welt aufgeweckt hat. Es ist Zeit. Und dann sehen wir, das nächste ist der Versöhnungstag, das dann natürlich dann angefangen hat. Also kommen die Posaunen gerade davor. Dann kommt der Versöhnungstag. Und natürlich dann haben wir das Laubhüttenfest. Und da sind wir noch nicht. Das wäre schön. Aber das kommt bald. Ja, dieses Jahr.
das gibt uns einen Zeitlauf in dem christlichen Alter, in dem christlichen Zeitalter. Wir sehen da drin auch andere Zeichen, aber da müssten wir ein bisschen mehr Zeit für haben, um da reinzutreten oder uns darüber Gedanken zu machen. Ganz unten auf dieser Grafik, sodass es nicht, das ist vielleicht auch an der anderen Seite ein bisschen ausgezeichnet für uns. Ganz unten sehen wir 7 Gemeinden, 7 Siegel, 7 Posaunen. Wenn wir anschauen, wo diese, die 7 Gemeinden, wo das von geschrieben wird, im Offenbarung, am Anfang von Offenbarung, der Anfang von jedem Kapitelsgruppe, das heißt 7 Gemeinden, 7 Siegel, 7 Posaunen und so weiter, fängt mit einem Konzept an. Und da befindet sich dieser Konzept für das bestimmte Fest. Das wollte eigentlich, das war der Ursprung der Grafik ganz unten. Nicht, dass es ein bisschen verwirrt, um zu sagen, dass die 7 Siegel nach den 7 Gemeinden kamen und all sowas. Wir gehen nur durch die Offenbarung durch. Okay, ganz unten an dem Gelben. Und dann bei dem Anfangspunkt von jedem von diesen Kapitelgruppen sehen wir eigentlich da, was das drüber spricht, dass wir wieder sehen in den Festen. Also das wird ein bisschen tiefer als eine Ebene, aber ist nur da für denjenigen, der ein bisschen weiter drin studieren will und dadurch drüber Gedanken zu machen. Auf der nächsten Grafik spricht das von dem Chiasmusstruktur der Offenbarung. Seid ihr davon bekannt? Also ich habe das Wort das erste Mal gehört bei der Übersetzung Chiasmusstruktur. Chiastic Structure. Ich habe es das erste Mal vor ein paar Jahren bei Walter Frey. Ja, Walter Frey. Okay, gut. Also mindestens, dass, da, dass man ein Konzept hat davon. Was das eigentlich ist, ist, es ist wie ein Chiasma im ganz simplen Konzept ist einfach, wenn du ein Muster hättest und du machst jetzt da ein Spiegel dran und dann siehst du dieses Bild auf der anderen Weise in dem Laufe durch. Und so ist die Offenbarung ausgezeichnet. Genau, entgegengesetzt, aber es folgt immer noch ein Konzept von Anfang zu Ende durch. Darum, das Buch Offenbarung ist wie eine Zwiebel. Da ist ein Layer nach einem anderen Layer nach einem anderen Layer. Du kannst einfach mehr und mehr schauen und das ginge tiefer und tiefer und tiefer rein. Das ist so, das kannst du einfach nicht von ausgehen, dass die Offenbarung von einem Mensch zusammengedacht wurde. Unmöglich. Dieses, in diesem Chiastic Structure, in diesem Chiasmus Struktur, sehen wir zu dem ersten Teil, ist das von, das spricht von der historischen. Und das letzte spricht von den Ereignissen. Und wir sehen das dann abgebildet innerhalb von diesem. Und das gibt uns wieder, das ist, wie gesagt, wo ich in der letzten Stunde gesprochen habe, diese Grafiken werden wir nicht in 5 Minuten erobern oder befassen können. Das braucht ein bisschen Zeit, dass wir darüber studieren können und ich würde vorschlagen, dass mit Gebet und weiterem Studium, dass dieses für uns klarer wird. Aber das gibt noch mehr Grafiken auf der nächsten Seiten und die zeigen uns, wie jedes Verlauf, die 7 Gemeinden, ich bin jetzt gerade auf 111, da sprechen wir von wieder innerhalb von der Offenbarung, aber du siehst in dieser Grafik, obwohl wir durch Offenbarung so lesen, ist der Zeitablauf parallel. Macht das Sinn? Also wir lesen von Kapitel 1 durch bis zu 22, aber was in jedem Abteil passiert. Das heißt, die 7 Gemeinden folgen bei den 7 Siegel. Das heißt nicht, dass die 7 Siegel nach den 7 Gemeinden. Genau. Wir fangen dann mit Kapitel 2 bis 3, das sind die 7 Gemeinden, und dann auf einmal unten drunter sehen wir, dass eigentlich die 7 Siegel sich wiederholen, aber in einem anderen Konzept. Und das hat dann auch in den Parentheses, in den Brackets hinten
In den Klammern. In den Klammern. Siehst du das da angesprochen? Ja. Es spricht andere Thema. Hey, Brother. I didn't know you have another session, sorry. Das spricht dann das nächste, in den sieben Siegeln spricht das dann den gleichen Zeitlauf an, aber von einem dichteren, verschiedenen Sichtpunkt. Dann das gleiche wieder mit den sieben Posaunen und den großen Konflikt. Es ist alles parallel. Aber wir lesen das Buch von Anfang bis Ende durch. Und wir sehen diese Ebenen weiterhin und weiterhin. Und das ist nur da, Jutta hatte das ein paar Mal so übersetzt von Adrians Englisch, ihr benutzt und hatte das verstanden, das von dem Konzept des Gerüstes. Diese Grafiken sind nur da als ein Gerüst, so dass man das verstehen kann in dem groben Sinn und dann reingehen. Aber dass man immer einen Punkt zurück hat, zu kommen und sagen, das ist das große Bild. Dass man zurückkommt und jede Information, die in diesem Buch stehen, in dem richtigen in den Kontext etablieren. Ich glaube, wenn die Offenbarung so geschrieben wäre, dass sie jetzt direkt alle Zeitsequenzen berücksichtigt hätte, also zum Beispiel die erste Gemeinde und dann wäre das erste Siegel und dann die Posaune, wäre so ein Durcheinander geworden. Deswegen erst die Gemeinden, erst wurden dann die Siegel, dann die Posaunen. So wurde das beschrieben, obwohl es alles im selben Zeitraum stattfindet. Damit wir eine gewisse Übersicht haben, sonst wäre das Chaos komplett eben. Ja. Und das Ding dabei ist auch, dass unser Gott der beste Lehrer ist. Und genau wie er es für uns getan hat in dem Daniel, in dem Buch Daniel, wenn er uns lehrt über die Geschichte der Erde, so wie es passieren würde, hat er angefangen mit den Metallen. Eine Figur. Ja. Und dann fing das da an. Und es ist leicht, in diesem den Konzept zu kriegen, dass ein Königreich enden wird. Und dann fängt das nächste an und so weiter. Und dann in dem nächsten Mal, wenn die Prophezeien kommen, spricht er nicht von einem ganz neuen Thema. Er spricht das Gleiche wieder an, wiederholt das Gleiche und dann macht er ein bisschen mehr drin. Das heißt, wenn er bei dem nächsten anfängt, dann ist er bei dem nächsten ein bisschen größer und bei dem nächsten ein bisschen größer und gibt jedes Mal ein bisschen mehr Information. Weil jeder Kanal vergrößert den vorherigen. Er geht wirklich mit uns um wie mit Kindern. Genau. Und das ist gar nicht so wichtig, dass wir verstehen, wir sind seine Kinder. Er hat jede Interesse, uns nichts zu verpassen. Dass zu jedem bestimmten Teil, das er uns geben möchte, gibt er uns eine Verbreiterung der Information, sodass wir es nicht verpassen. Dass wir alles wissen können. Kommen wir dann rüber auf Seite 113 und wir sehen wieder, jetzt ein bisschen mehr in Detail, die sieben Gemeinden ist wieder eine Wiederholung mit ein bisschen mehr Information, was wir eigentlich schon angeschaut hatten, zum kleinen Teil, auf Seite 99, da war mehr Detail drin. Aber diesen Abfall, den Abfall von der Wahrheit und was hier passiert ist, das in einem Zeitlauf, aber wieder, was tun die sieben Gemeinden in diesem Kontext? Die erinnern uns daran, dass die Gemeinden fingen an, kurz nach dem Kreuz, und sie hören auf zu der Zeit der Wiederkunft Jesu. Das ist der Grundprinzip hinter diesen Prophezeiungen. Dass wir innerhalb diesen beiden, wie würdest du das nehmen? Bei den Ereignissen meinst du das Ereignis vom Kreuz und von der Wiederkunft? Das Kreuz und die Wiederkunft sind unbewegliche Ergebnisse oder Ereignisse. Die können nicht bewegt werden. Und Gott hat uns so viele Zeichen gegeben, dass es sich wiederholt, dass es sich wiederholt, dass es sich wiederholt. Nicht in einem Zeitlauf, aber in der gleichen Zeitlauf. Du kannst das Kreuz kannst du nicht bewegen. Innerhalb von dem Alten Testament Prophezeiung, und das uns zeigt, dass das Kreuz kam zu einer bestimmten Zeit. Und weil wir schon die Vergangenheit haben, um zu beweisen, dass all diese Sachen zu der genauen Zeit passiert sind, heißt, dass all die Sachen, die passieren innerhalb von der Offenbarung und die anfangen am Kreuz, müssen teilnehmen zwischen diesem und diesem. Die sind nicht beweglich. Die sind unbewegbar.
Und der Grund dafür, was ich da drin sehe, ist wieder eine Offenbarung von Gottes Charakter. Warum? Weil er uns so eine Sicherheit gibt in diesem Buch, dass uns keiner davon irren kann, dass es nur auf diese Zeit bezieht. Auf Seite 115 sehen wir dann eine Verbreiterung von was wir gesehen haben. Wir sprechen jetzt nicht von den sieben Gemeinden, aber von den sieben Siegeln. Und dann zum Ende auf der folgenden Seite sehen wir eigentlich ein Grafik, wo Adrian, das muss schon über eine Woche her gewesen sein. Eigentlich ja, weil das war schon fast vor 2 Wochen. Erinnert ihr euch an die Abendvorträge, wo Jesus Adrian davon sprach, dass um zu wissen, wo wir sind, müssen wir wissen, woher wir kommen. Und er hat die Geschichte von der Zeit, gerade wo die Adventgemeinde herauskam. Erinnert ihr euch so ungemäß? Ja. Genau. Und diese Grafik auf Seite 117 bezieht sich darauf. Sie zeigt uns den Ursprung, sie zeigt uns den Erbe und sie zeigt uns auch, was unsere Mission ist. Das ist der Grund hierfür. Also es gibt uns viel darüber nachzudenken, dass keiner da stehen muss und sagen, was soll ich eigentlich jetzt tun? Was ist meine Aufgabe? Wenn wir daran glauben, dass Gott für uns eine Arbeit hat, dass er uns so viel Licht gegeben hat, dann brauchen wir uns keine Sorgen darüber machen, was soll ich eigentlich nächst tun? Wenn ich nicht weiß, dann gehe ich auf die Knie. Er zeigt uns. Aber ich fand es jetzt gerade so wichtig, auch was wir mit Adrian studiert haben, denn so viele verlieren jetzt ihre Verbindung mit dem Adventismus. Mhm. Auch gerade die Festleute, die gehen jetzt zurück nach Israel und glaube jetzt Israel ist das Volk, 1844 hat nicht gestimmt und so. Und deswegen hat mich persönlich das sehr gestärkt, diese ganze Adventgeschichte. Ja. Dass wir wissen, auf welchem Fundament wir stehen. Und das ist die Gefahr. Die Gefahr ist, wenn wir so wenn wir auch jetzt, sag mal, du hattest gesprochen von den Festen, die Leute, die sich an den Festen befestigen und aus diesem Kanal eine Quelle machen und dann wollen sie sich irgendwo diesen Kontakt irgendwo anders hinbringen, ohne dass sie den Zeitablauf richtig erkennen. Um innerhalb von dem Prophezeiungssystem zu bleiben, das uns das Alte Testament schon gegeben hat. Und darum, um 1844 abzulehnen, ist alles in Frage zu stellen. Weil 1844 ist ein Riesenteil von der Prophezeiung innerhalb von Daniel. Wenn wir das bewegen, der zweite Schritt ist, dann lehnen Sie den Geist der Weissagung ab. Das ist schon ein riesiger Schritt, damit begeben sich auf ganz gefährliches Grundeis. Ja, weil wenn du diesen Datum bewegst, musst du um die 2300 Tage zu erhalten, musst du den Anfangspunkt auch bewegen. Wenn du den Anfangspunkt bewegst, bewegst du das Datum von dem Kreuz. Ja. Und wenn du das bewegst, dann ist Jesus nicht mehr, wer er behauptet zu sein. Siehst du, wie das, Gott hat das so getan. Ja. Wenn du einen von diesen bewegst, kracht das ganze Gerüst total zusammen. Ist Jesus nicht mehr, wer er behauptet zu sein, Bruder Georg? Aber er hat uns durch das Kreuz, durch das Leben Jesu und durch den Tod Jesu, hat er uns einen festen Punkt, einen Fixpunkt gegeben, der unbeweglich ist, der auch von Atheisten nicht angezweifelt wird. Ja. Und dann müssen wir an diesem Punkt bleiben und an dem muss ich es messen. Ja. Und dann brauchen wir nur die Prophezeiung rückwärts zu rechnen, dann haben wir den Anfang und dann können wir die große Prophezeiung vorwärts nehmen. Und wir kommen immer zum gleichen Platz. Und wir kommen wieder zu 1844. Und derjenige, der dann sagt, das war nichts,
dann weißt du, da ist hier, brauchst du weiterhin nicht zu sprechen. Du kommst hier zurück. Da ist was anderes nicht. Genau. Da ist was anderes nicht. Da kann man dann wirklich sagen, lass uns über das Wetter reden. Ja, oder man sagt, bist du bereit, dass wir uns mal über die Prophezeiung ein bisschen Zeit bringen zusammen, weil wir brauchen über das andere jetzt gar nicht zu sprechen, weil wir argumentieren von zwei verschiedenen Seiten, bis wir dieses verstehen, nein, möchte ich nicht, genau wie du gesagt hast, dann ist es schönes Wetter heute und ich mag die Wolken, wir brauchen eigentlich über dieses Thema nicht mehr weitergehen, bis der Person sieht, dass da ist vielleicht ein bisschen Irrtum da. Habe ich alles da gesagt? Ja, die Gedanken, denke ich, auf dieser Grafik sind eigentlich sehr gut aufgezeichnet. Das versiegelte Buch Daniel wird entschlüsselt. Die 2300 Tage werden bestimmt. Eine Enttäuschung entsteht durch die Missverständnis von Offenbarung 10, 8 bis 10. Ihr wird gesagt, erneut zu weissagen. Das ist unsere Geschichte. Das zeigt uns unseren Anfang. Die Erbe oder das Erbe. Jesus verlässt die Erde und weist alle Menschen wieder zurück zu der himmlischen Realität. Und erzählt uns auch von was zu dieser Frau passiert ist. Und wie wir haben das in der letzten Stunde auch leicht angesprochen, dass die Gemeinde, die Frau Gottes, die immer treu war, gibt es heute noch, die gab es auch zu der Zeit der dunklen Alter, die gab es zu aller Zeit, auch wo Israel total verdorben wurde und abgelehnt ist, also abgegangen ist von Gott, diese bestimmte Nummer war immer noch da. 3 Botschafter fliegen in der Mitte des Himmels mit der folgenden Botschaft an die ganze Welt. Und das ist unsere Mission. Das waren meine Gedanken da, Hans. Das nur hier weiter ausgebreitet an der Seite 117. Das ist ein... Ich würde das normalerweise im Englischen ausdeuten als ein Summary Sheet. Also eine Zusammenfassung. Das ist eine Zusammenfassung. Das gibt uns ein ganz grobes Bild, aber uns auf der Ebene zu halten. Grob, aber deutlich. Ich ja. Mag das ganz gerne. Weil manchmal, wenn man in den ganzen Details ist, dann verliert man ein bisschen den Überblick. Ja, und das ist ganz wichtig. Diese Zusammenfassungen sind wichtig, dass wir uns genau auf das große Bild immer noch unser Auge halten. Wir also nichts gegen. Das ist ganz wichtig, dass wir in den Details auch reingehen, aber dass wir auch das große Bild sehen, dass wir davon nicht abkehren. Was noch? Dies auf der nächsten Grafik. Der Krieg der Anbetung in der Offenbarung. Ich denke hier an Mount Carmel. Wie lange haltet ihr zwischen zwei Entscheidungen? Die Welt heutzutage möchte, im Englischen sagt das sitting on the fence, die wollen auf dem Zaun sitzen. Keiner ist bereit, sich zu entscheiden auf einer Seite oder der anderen. Die wollen gerne beide Seiten, die Früchten davon haben und wollen gerne auf einer Seite sitzen. Und es kommt, wie bitte? Die Vorteile. Ja. Und es ist eine Entscheidungszeit, wir sind in dieser Entscheidungszeit und das Wasser wird heißer und heißer. Die Konsequenzen werden mehr und mehr, bis zu dem Punkt, wenn es nicht mehr möglich ist, nicht deutlich zu zeigen, welche Seite du drauf stehst. Und der schade Teil da dran ist, und darum habe ich ein riesen Herzensleid für meine Geschwister innerhalb von der Adventgemeinde. Ich weiß das hundertprozentig, dass ein Großteil der Leute innerhalb der Adventgemeinde sehen können, das göttliche Muster. Sie sehen es. Und sie sehnen sich auch danach. Aber die Kost, was es kostet, ja. Das ist für sie eine Furcht angehen. Der Preis. Du, für so viele Leute, und das kam mir so... Nur ins Sichtbare schauen. Entschuldigung, dass ich unterbreche.
Nee, ist fein. Wir schauen nur das Sichtbare an. Ja. Aber das ist auch verständlich. Viele Leute kommen von einem gebrochenen Familienhintergrund. Entweder sind sie alleine oder sind in ganz schlimmen Beziehungen und finden in der Gemeinde ihr Heim. Und jetzt kommt eine Wahrheit auf sie zu. Sie können sie sehen, aber die Kost dessen Wahrheit ist, dass ich jetzt meine Familie verliere. Weil die Gemeinde als Adventgemeinde nicht die Möglichkeit gibt, zu demjenigen und zu sagen, warum kannst du nicht weiter mit uns Gemeinden, Fellowship haben, obwohl du einen anderen Glaubensart zu uns hast. Nein, gibt's nicht. Diese Denkweise ist nicht erlaubt, schaderweise. Aber so ist es. Und viele von diesen Leuten sind in dieser Position, wo sie eine Entscheidung treffen wollen, aber die Kosten sind zu hoch. Und ich hatte das in einem Vortrag vor einer kleinen Weile in Darwin bei mir zu Hause, wo ich eine Bibelstudium gegeben hatte. Und sie haben mir das Thema gegeben und sie sprachen vom ersten Kapitel, großen Kampf. Und da habe ich den Vortrag so gegeben, dass es andeutet von dem Vater und dem Sohn. Und der Älteste seiner Frau hat mir nachher am Facebook öffentlich gezeigt, Mann, ich habe diese Leiden von dem Vater, in dem, dass er den Sohn gegeben, das habe ich noch nie so gesehen. Und auf einmal hörst du nichts mehr von diesen Leuten. Warum? Weil sie wissen, was ich glaube. Die Kost ist groß. Aber ich weiß, dass Leute es sehen können. In Wirklichkeit sind die anderen Kosten viel größer. Ja. Das, was die Menschen einfach nicht begreifen, vor allem Gläubige nicht begreifen, jeder Mensch auf dieser Erde kommt durch eine trübselige Zeit durch. Und wohl dem, der die erste Trübsal erlebt. Ja. Gott will ihnen doch was viel Kostbareres geben. Aber da haben sie nicht genug Glauben dafür. Ja. Und darum sehe ich auch, warum es in Ezekiel sagt, dass das Zeichen geht auf die seufzen und weinen. Warum? Weil es geht nicht anders. Derjenige, der den Geist Jesu hat, wird das gleiche Kummer haben, das Jesu hatte. Und Jesu war konstant am Heulen. Auch wenn er Sachen gesagt hat, die waren ein bisschen hart zu hören, er war immer, Schwester Weid sagt, in seinen harten Wörtern waren Tränen in seinen Augen. Er war nicht wütend. Er war voll mit Kummer. Und alle die versiegelt werden in der Wahrheit des Sabbats, werden diese Gegenwart, diesen Charakter Jesus vollkommen erfahren. Und in ihrer Erfahrung wird auch dieser Kummer sein. Und das ist nämlich das Kreuz. Das Gottesbeziehungssiegel, ich denke, das habt ihr auch schon mal gesehen, 121, das ist eigentlich auch relativ gleich mit viel von den Daniel- und Offenbarungsseminare, die Leute geben, dass ein Siegel hat, ein Titel, ein Name und ein Herrschafts-, was sage ich das bei euch? Bereich, ja, oder Gebet. Und der innerhalb von den 10 Geboten ist der Sabbat, das Sabbatgebot, das einzige, das all diese erfüllt. Der Sabbat ist der Siegel, weil alles dieses gibt. Und Adrian hat nur dann da drauf noch unten drunter ein 50 Cent Stück von Australien gebracht, um diesen Vergleich zu geben. Ja, vielleicht für die Deutschen würde es ein bisschen mehr Sinn machen. Ja, ist ein australischer, unser größter Groschen. Genau, machst du eine Euro drauf oder steckst einen rein, kannst du zu den Leuten geben. Genau, das ist eine besonders Ausgebung. Von der Bundeskanzlerin haben wir, den gibt es nicht. Okay. Ja, das wär's nicht. Ja, bei euch ist ja dann kein Name drauf, ne? Nee, okay. Da steht hier Königin Regina. Das ist Elizabeth II, also es bedeutet, wer sie ist. Und dann ihre Name und ihr Bereich. Ja,
Australien. Ja. Ich habe früher 20 gesehen, haben auch einen Farbton. Ja, aber auf dem Euro steht das alles gar nicht drauf. Ne? Das ist möglich, ich weiß das nicht. Aber ich meine, ihr habt auch in dem Sinne, wäre das anders, weil nehmen der Name... Nehmen wir einen Dollar, also am auffälligsten. Okay. Ja, ich glaube, das ist schon ganz gut mit Aber ich denke, ihr kennt diesen Konzept von dem Sabbatsiegel schon, ja. Und dann auf der nächsten Seite ist für uns ein bisschen deutlicher aufgesetzt, ist ein wunderbares Auffassung von den letzten Ereignissen. Die Untersuchungszeit, die anfing in 1844, das Nationalsonntagsgesetz, das reinkommt. Davor ist der Frühregen, die kleine Trübsalzeit kurz nach dem Sonntagsgesetz. Und dann folgt die Ende der Gnadenszeit und dann natürlich kommen die sieben Plagen. Und ja, das Todesurteil ist auch da drin. Es gibt eine Aussage, wenn ich mich recht erinnere, von Schwester Wein, dass für sieben Tagsadventisten die Gnadenzeit früher zu Ende ist als für die Welt. Bruder Georg, ich würde das total verstehen, weil es sagt, dass diejenigen, die mehr Licht bekommen, von mehr, denen wird oft mehr erwartet. Das würde mich nicht... würde mich nicht wundern. Aber ich kenne den Zitat nicht. Das heißt, the judgment begins at the house of God. Ja. Das Gericht also Ezekiel 8 sagt, und fang beim Haus Gottes an. Ja. Ja, weil das Gericht kommt ja da, du bekommst Licht und wenn du das Licht ablehnst, und die Adventisten haben das meiste Licht. Ja, sie haben das meiste Licht bekommen. Ja. Es wurde ihnen offenbart. Ja. Ob sie das meiste Licht haben, ist nicht... Aber die haben absolut alle Möglichkeit, die jemand haben konnte, war ihm zugegeben. Und ist immer noch da. Das ist das ganze Ding. Es ist nicht, als wenn es kam 1881 und dann wurde weggenommen. Sie haben es noch. Das willst du ihnen noch erzählen. Genau. So wie Jesus sagte, jetzt, auch wenn jemand jetzt vom Tode auferstehen würde. Ja. Sie hören Moses nicht und sie hören das andere auch nicht. Dann kommen wir von da aus zu dem letzten Teil und das wenn eigentlich... Wenn jetzt reinkommt und sagt, ich bin der Sohn Gottes, glauben Sie es ja auch nicht. Irgendwie. Bis jemand kommt, der Feuer vom Himmel bringt und dann sagt er, er ist der Sohn Gottes und dann glauben Sie ihm. Ja, ja. Nur er kommt in seinen eigenen Namen. Ja. Diese nächste bezieht sich auf unsere persönliche Vorbereitung für das zweite Kommen Jesu oder die Wiederkunft Jesu. Das heißt, wenn wir diese Grafiken anschauen, wir wollen die Sicherheit haben, dass wir die Erkennungszeichen haben von der Gemeinde der Übrigen, die uns Zeichen oder uns zeigen, wer sind diese Leute, wie können wir sie erkennen. Um all diese kleinen Fragen auch zu beantworten, wenn wir mit jemand sprechen in einem kleinen Gespräch. Wie heißt der noch? Joseph Smith. Der war auch ein Prophet. Ja, aber wenn du ihn gemäß der Bibel seine prophetische Behauptung anzeigst oder anschaust, dann nein, ist er nicht ein Prophet. Oder ein falscher eben, ja. Genau. Ja. Ja, wie gesagt, persönliche Vorbereitung, dass der Segenskanal ist auf der nächsten etabliert. Das heißt, wir sprechen über den Zehnten, lieber denn was wir geben müssen, aber dass wir das sehen innerhalb von dem Kontext der 131. Ja, okay. Das spricht für uns dann innerhalb von der und der nächsten Grafik, kommt drauf an. Das spricht uns an über den Kontext der Segen, den wir bekommen und was Gott von uns verlangt, aber auch warum wir geben.
Und da sehen wir das göttliche Muster auf dieser Seite und auch auf der nächsten Seite zwischen dem ersten und zweiten Zehnten, dass wir dieses verstehen. Das ist der eine da, Bruder Hans, ja, das, dieses Grafik da. Das erste und zweite Zehnte. Wenn ich das mit Leuten, wenn ich das so ausgeben kann, ich bespreche dieses Thema mit Leuten nicht. Wenn jemand mich fragt, wie ich meine Offerings aufteile, dann spreche ich von dem zweiten Zehnten. Und meisten Leute innerhalb und außerhalb der Gemeinde sagen, bitte nochmal, zweite Zehnte. Und die Reaktion normalerweise ist die gleiche wie die Reaktion zu den Festen. Der Sabbat ist schon genug. Der erste Zehnte ist schon genug. Du meinst jetzt, ich soll noch mehr Geld geben? Nein, das habe ich gar nicht gesagt. Du hast mich gefragt, was ich tue mit meinem Geld. Ich habe es dir nur erzählt. Das Himmel ist noch teurer oben. Der Eingang wird teurer. Also wenn ich den Segen verstehe, was ich von Gott bekomme, kann ich auf einer Seite oder im anderen Extrem. Der eine Extrem ist, Leben ist hart genug, ich gebe schon, fang nicht an. Der andere Extrem ist, sagt, das meint, wenn ich mehr gebe, dann kriege ich mehr. Beide davon sind laufen auf dem Prinzip von Eros. Ja. Eine sagt, ich möchte alles behalten, was ich kann, ich gebe nichts mehr ab, ich gebe schon genug, da bin ich schon tief genug. Und der andere Extrem sagt, also wenn ich den Segen von Gottes verstehe in dem sichtbaren Sinn, das ist wie dieses Providence Gospel, wo die sagen, gib deinen Zehnten von 5.000, du kriegst 5 Millionen zurück in Segen. Ja, ja? Ja, ja, okay. Das ist das gleiche Konzept, um dieses in das göttliche Muster zu bringen. Gott hat uns gesagt, dass alles, was wir brauchen, wird er uns geben. Die gesunde Lebensweise. Und je mehr wir hier reinschauen, da sehen wir die Beweise dafür, dass das, was im Alten Testament so gerne gegens Kreuz gehammert wird, ist, was uns gegeben worden ist, nicht nur im Neuen Testament, aber auch von der Geist der Weissagung. Woher kriegen wir den Konzept, um gesund zu leben? Aus dem Buch, das Mose geschrieben hat, um uns gut zu ernähren, um den Zehnten zu bekommen, um das Priestertum. Warum gibt es so kranke Menschen? Genau, also Lebensweise und danach noch kommt Kleidung und Schmuck. Und wieder gesagt, in dem normalen Augustinien-Gläsern drauf, wenn es um Kleidung und Schmuck kommt, da sind genug Leute in der Adventgemeinde und in unseren Geschwistern, die sagen, ja, ich ziehe mich sowieso besser an denn diese anderen Leuten und in dem Sinne bin ich dann besser. Gott akzeptiert das von mir und das wird ein Teil sein von meiner Versiegelung. Das heißt, was ich anziehe, dementsprechend ist dann auch ein Anweis von meiner Beziehung zu Gott. Braucht nicht sein. Ist genau wie Philos. Unsere Kleidung ist sichtbar, heißt lange nicht, dass wir eine Beziehung mit Gott haben. Es gibt genug Leute in allen Gemeinden, die sich wunderbar anziehen und die keine Beziehung mit Gott haben. Dieses innerhalb von dem göttlichen Muster zu erhalten. Und auf der anderen Seite ist es so, dass es Anstand und Respekt ist, dass ich am Tag des Herrn in alten Servicen Jeans komme, die ich auch zum Arbeiten habe. Bruder Hans, ich würde nur ein Ding sagen dabei. Wenn du, ich weiß, ich kann es nicht, wenn wir nicht die Möglichkeit haben, die Gedanken der Leute zu kennen, dann sollten wir ganz vorsichtig sein, uns zu äußern, wenn jemand in die Gemeinde kommt, auch wenn sie angezogen sind wie eine Hure. Weil du weißt nicht, ob es möglich ist, dass das eine Hure ist. Und dass sie jetzt sich bekennen möchte und kommt in die Gemeinde rein und ein Wort. Und sie kommt nie mehr zurück. Ich denke da oftmals drüber, weil ich bin auch von dem gleichen, denke, oh Mann, schau mal, wie diese jungen Mädel reinkommen in die Gemeinde, wissen die nichts davon? Aber ich weiß nicht, ich kenne die nicht, ich weiß nicht, was in den Gedanken vorgeht, ich weiß nicht, wie sie aufgebracht worden sind. Oder die jungen Bengel, die reinkommen mit Anziehsachen und du denkst, die sind gerade vom Bau gekommen. Was ist denn, wenn sie gerade vom Bau gekommen ist? Was ist, wenn sie heute erst vom Sabbat gehört haben oder gestern oder die Woche und kommen hin? Ich möchte nicht dafür verantwortlich sein, jemanden rauszuschicken. Aber
Unterschied wäre es, wenn der Prediger in Bauklamotten auf dem Podium stünde. Morgen, morgen? Ja, ja. Aber da kenne ich eine schöne Geschichte. Da hat Feuertier ein Mann gesessen, ein Bettler, alter Hut und so weiter. Und die Leute sind reingekommen, was er? Und so erregt, weil da vor der Kirche ein Bettler hockt, ja. Und die Musik spielt, alle gehen rein. Und normalerweise werden sie unruhig. Wo bleibt der Prediger? Ne? Einmal steht der Bettler auf und geht rein. Du wolltest ihn rausschmeißen. Da holt er die Kappe runter und seine Maske, da war es der Prediger, hat dem ersten Diakon die alten Klamotten gegeben und hat eine Predigt gehalten. Mhm. Ja. Da hatte ich vorhin gesagt, Herr Bruder, weil das, wenn ich mehr als eine Hose habe und weiß das und komme trotzdem mit den alten zerrissenen Jeans, das war mein Gedanke nicht. Das verstehe ich. Du hattest gemeint, indem auf dich selbst. Wenn du weißt, du hast schönere Sachen anzuziehen, das betrifft dich dann. Entschuldigung, ja. Das ist richtig. Genau. Okay, also das. Ja, haben wir ein paar Vergleiche da noch. Der Geist Christi im Gegensatz zu Geist der Welt. Und das ist eigentlich auf uns jetzt nur noch für persönliches Studium. Aber es gibt uns ein wunderbares Gerüst, wo wir anfangen können, selbst zu studieren. Aber ich finde persönlich dieses, ich meine nicht gerade die deutsche Version hiervon, die finde ich nicht so hilfsbereit in Australien, aber die englische Version hiervon mag ich gerne benutzen im Bibelstudium. Weil Leute oftmals mit Bildern, mit Grafiken leichter arbeiten können. Und das hilft dabei auch schnellstens, dass jemand ein Bild vor sich hat und dann kann man anfangen, davon abzubauen. Okay, lass uns diese Zeit beenden im Gebet.